Moin aus Waldsbüll. Heute ist der erste Advent. Advent bedeutet Ankunft. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auf die Ankunft von Jesus, dem Friedefürsten. Psalmen sind poetische Texte aus dem Alten Testament, etwa 3000 Jahre alt und aktuell bis heute. Der Psalm für heute ist der 24. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Wenn ich mich in der Welt umgucke, habe ich das Gefühl, dass Friede sich immer weiter von der Welt entfernt, in der ich lebe, in der wir leben. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wie wäre es denn, wenn wir alle wirklich dem Friedefürsten die Tür zu unseren Herzen öffnen würden? Gott in uns voll und ganz wohnen ließen. Wenn man den Text wortgetreuer übersetzt, dann steht da sogar: Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr uralten Pforten. Wir sollen also nicht die Türen aufmachen, sondern wir sind die Türen, die sich öffnen sollen. Wie wäre es denn, wenn ich versuchen würde, die Personen zu verstehen, gegenüber denen ich einen echten Groll hege? Ja, mal in dessen Schuhen ein Stück weit gehen, wie sich das wohl anfühlt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Advent. Symbolisch bereiten wir uns im Advent darauf vor, dass Jesus, der Friedefürst, geboren wird und kommt, als Beweis von Gottes Liebe zu uns allen. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Unsere Aufgabe ist, da wo wir sind, diese Liebe und den Frieden, der ja ein Teil von Gott ist, hier in unserer Welt sichtbar zu machen. Das ist das, was der Advent, was Weihnachten ausmachen. Sie sind alle Jahre wieder eine Erinnerung für uns, Gott in unser eigenes Leben und damit in die Welt zu lassen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Also machen wir uns Türen auf für Gott, für seine Liebe und seinen Frieden und damit für uns und besonders für die, die unserem Herzen nicht so nah sind. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.